Ich sitze hier mit Lea Fink, die am 2. Juni in Weimar einen Vortrag halten wird in der ACC-Galerie Weimar. Collagen und Konstellationen ist der Titel des Vortrages und es wird um Dadaismus gehen und wie Walter Benjamin auf den Dadaismus geblickt hat. Und bevor wir in das Thema einsteigen und uns über Benjamin und Dada unterhalten, würde ich vielleicht erstmal so nach deinem grundlegenden Interesse fragen, weil auf der einen Seite arbeitest du ja philosophisch und auf der anderen Seite machst du historische Stadtführungen in Berlin, setzt dich auch mit Geschichte auseinander. Und mein Eindruck ist vielleicht so ein bisschen, dass so die Avantgarde-Bewegung der Zwischenkriegszeit da auch vielleicht so ein verbindendes Element sind und du auf jeden Fall immer wieder zurückkommst auf diese Avantgarde-Bewegung. Was ist denn da dein Interesse dran oder was würdest du sagen, warum lohnt sich die Auseinandersetzung mit diesen Bewegungen der Kunstgeschichte? Ja, vielen Dank. Ich glaube, mein größtes Interesse, was so ein bisschen Philosophie und Geschichte oder Geschichtsschreibung verbindet, wäre der Blick auf Architektur und Stadtbilder generell als ja eine Form von materialer Geschichtsschreibung. Also dass Architektur sozusagen nicht nur Restbestände von der Vergangenheit irgendwie sedimentiert aufbewahrt, sondern heute noch genutzt wird, Ausdruck davon ist, wie wir auf die Geschichte zurückblicken, aber wie wir das auch in der tagtäglichen Nutzung sozusagen praktisch durchführen. Und ich glaube, das schließt sozusagen nicht nur dann Geschichte auf, sondern ganze gesellschaftliche Konstellationen, Ausbeutungsverhältnisse, die sozusagen in der Materie der Architektur im Stadtbild noch präsent sind. Und Fotografien, Kunstwerke, Bilder, die sich gerade mit dem Thema auseinandersetzen, interessieren mich sehr und ich glaube, das ist ganz gut getroffen. Also Avantgarde-Kunst beschäftigt sich auf eine ziemlich spezifische Art mit dieser Fragestellung, sicher anders als ich, aber ich glaube, diese Bilder lassen sich öffnen zu einer Frage, wie nach so einer Zerrüttung der Erfahrungswelt im späten 19. Jahrhundert, frühen 20. Jahrhundert die Stadt als Ort von gesellschaftlichem Austausch, von Markt, von Kapitalinteressen, aber eben auch als ganz lebensweltlicher, alltäglicher Ort, ja, Spiegelbild unserer Gesellschaft geworden ist. Und die Zerrüttung, die in den Bildern, zum Beispiel im Dadaismus, zum Ausdruck blickt, sozusagen Momentaufnahmen in diesem Prozess sind, die uns auch für heute Aufschluss geben können, wie solche Zerrüttungen funktionieren und Zerrüttung gar nicht jetzt irgendwie als nostalgische Kategorie von irgendwie einem Kulturpessimismus verstanden oder so, sondern als Interesse genau für diese Momente, in denen was aufbricht, fragmentarisch und damit ja auch durchschaubar wird. Jetzt soll es an dem Freitag bei dem Vortrag um den Dadaismus gehen und du hast ja vielleicht schon so ein bisschen ein Prinzip des Dadaismus angesprochen, die Zerrüttung oder das Stückhafte, die Collage steht auch im Titel, das sind so Prinzipien des Dadaismus. Vielleicht kannst du auch nochmal so ein bisschen einfangen, was Dada als Phänomen gewesen ist, vielleicht für Hörerinnen und Hörer, die noch gar nicht sich so umfassend mit Dadaismus beschäftigt haben. Was würdest du sagen, macht Dada in dieser Zwischenkriegszeit als Versuch oder als Ansatz aus? Da fühle ich mich ehrlich gesagt gar nicht so fähig, das so allgemein zu beantworten, weil Dada ja nicht nur zerstückelt, sondern ja auch selbst ziemlich zerstückelt ist. Und ich schwierig finde, diese Bewegung unter einen Nenner zu bringen. Ich habe mir zur Hilfe ein kleines Zitat von Wieland Herzfelde mitgenommen, der im Katalog der Internationalen Dada-Messe 1920 schreibt, dass das Programm sozusagen von Dada ist, was auch Dada einzig erfüllt, sei der Pflicht nachzukommen, zeitlich und örtlich das gegenwärtige Geschehen zum Inhalt ihrer Bilder zu machen. Und ich glaube, wenn das Dada ist, und ich glaube, es gibt aber auch verschiedene Abweichungsbewegungen, dann lässt sich sozusagen daran viel erkennen, was ich dann auch wieder im Werk von Walter Benjamin ausfindig machen könnte, nämlich ein gewisses Montageverfahren, das sich bei ihm aus anderen Materialien speist, als zum Beispiel die Fotomontagen und Collagen des Dadaismus, aber trotzdem ähnlich verfährt in der Art und Weise, wie da zerstückelt, aber auch wie eben wieder zusammengeführt und arrangiert wird. Jetzt hast du Walter Benjamin als einen Denker schon eingeführt, der auf ähnliche Prinzipien vielleicht zurückgreift wie der Dadaismus. Vielleicht kannst du auch nochmal schildern, wie Benjamin selber auf Dada blickt. Und im Ankündigungstext zu deiner Veranstaltung schreibst du ja, es geht eben um diese Zeit, spätes Kaiserreich, frühe Weimarer Republik. Und es geht darum, eine Krisenhaftigkeit nachzuvollziehen. Wie findet das Walter Benjamin denn bei Dada wieder?
Also Benjamins Ausführungen zum Dadaismus sind selber ziemlich verstreut und auch nicht zahlreich. Ich glaube, was man ablesen kann an den einzelnen Passagen, in denen er auf Dada eingeht, ist eine Faszination für den Verfall. Also dass er Dada als sozusagen Feiern der Abnutzung der Kunst versteht, dass die Kunst sich anschickt, etwas anderes zu werden, und dass Benjamin diese Geste des radikalen Endes, aber vielleicht auch Neuanfangs, erstmal begrüßt. Dann gibt es noch eine andere Bewegung, dass der Dadaismus für ihn sozusagen die Ankündigung davon ist, dass Fotografie in den Film übergehen möchte. Das trifft natürlich nur auf eine spezifische Form des Dadaismus zu, aber ich glaube, dass er sozusagen erkennt, da fangen Bilder an, bewegt zu werden oder sind zumindest unzufrieden mit ihrer eigenen Festlegung. Und das ist, glaube ich, Benjamins genuines Interesse an der Bildwelt des Dadaismus. Gleichzeitig würde ich sagen, dass er den Dadaismus aber auch ein bisschen unterschätzt. Das wird dann bei Adorno sehr viel stärker, der relativ abfällig tatsächlich vom Dadaismus als irgendwie pubertärer Geste spricht. Bei Benjamin ist es, glaube ich, eher eine Begrüßung dieses radikalen Neuanfangs, wobei da halt auch immer so eine gewisse Kritik an der Geste und der Vorstellung, dass etwas genuin Neues entstehen könnte, bei Benjamin auch schon mit dabei ist. Also dass das Neue vielleicht auch nur eine Illusion ist, die sich aus dem Alten speist, ist, glaube ich, dabei mit zu bedenken. Und ich finde an der Stelle jetzt nicht nur interessant, wie Benjamin auf den Dadaismus blickt, sondern auch eben zu versuchen, in so einer doppelten Fragestellung zu untersuchen, wie der Dadaismus sich vielleicht bei Benjamin selbst im Werk noch findet. Das ist ein bisschen diffizil, weil er eigentlich eher auf den Surrealismus rekurriert, in der Vorstellung, wie er literarische Montage im Spätwerk, im Passagenwerk betreibt. Aber trotzdem glaube ich, dass die Beschreibungen, die er zum Beispiel für Dialektik im Stillstand und dialektisches Bild wählt, durchaus was zu tun haben mit dadaistischen Stadtbildern und auch das Verfahren, die Methode, der er sich bedient, das Zusammenfügen von Zitaten, von Bildern, von Fotografien, von Orten, von Beschreibungen von Orten, zum Beispiel durch Reiseführer, dass daraus ein Gewebe, ein Stadttext entstehen soll, der dann letzten Endes die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und damit den Kapitalismus als ein Ganzes zusammenfassen soll, und dass diese Art der Momentaufnahme vielleicht doch auch zumindest einen dadaistischen Zug haben könnte bei Benjamin. Vielleicht kannst du abschließend so ein bisschen noch so einen Ausblick geben, was die Leute beim Vortrag in Weimar erwarten wird. Also du musst gar nicht so detailliert schildern, was jetzt das Programm ist, aber vielleicht so ein bisschen, was ist der Fluchtpunkt oder wo willst du am Ende mit deinem Vortrag auch hinaus? Das weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Ich würde, glaube ich, versuchen, so diese Überlegung, die ich jetzt gerade angerissen habe, zu Dadaismus und Benjamin vorzustellen, aber eben zu konfrontieren mit verschiedenen dadaistischen Stadtbildern. Und dabei würde ich auch Leute mit einbeziehen oder Künstlerinnen mit einbeziehen, die eher am Rand des Dadaismus zu verorten sind. Ich habe mir eine Liste mitgebracht. Paul Citroën, Marianne Brandt, Hannah Höch natürlich, Kurt Schwitters, John Hartfield und Josh Cross dürfen auch nicht fehlen, aber ich würde versuchen, sozusagen mit diesen Blicken auf die Stadt in Kontrast zu den Texten oder vielleicht eben auch in Einklang mit den Texten zu arbeiten, und würde mich dann eher auf die Diskussion freuen, inwiefern sich das vielleicht zusammenfügen lässt und uns eine gewisse Montage aus diesen Texten, den Zitaten und den betrachteten Bildern dann vielleicht auch gemeinsam gelingen kann.